Was geht, Leute? Und wir sind wieder am Start. Und ja, ich habe ein neues Paket bekommen. Ich muss erstmal die Tür zumachen, sonst hören meine Eltern mich. Jawohl, ich habe ein Paket bekommen. Wie ihr seht, mein Wohnzimmer nimmt langsam Gestalt an. Ich war ja momentan ganz viel im Umdekorieren, aber das ist jetzt auch egal. Wir haben ein Paket bekommen, zensieren, weil da steht meine Adresse drauf. Braucht gar nicht versuchen, irgendwie was herauszufinden. Wir holen es jetzt raus. Hier ist ein Tisch drin. Let's go. So, meine Freunde, das sind die Beine, die gehen, ja, neu eingepackt, seht ihr nicht, wie die aussehen, ist mir aber auch egal. Und das ist die Tischplatte, sieht von der Seite sehr schwarz aus, ist komplettes Vollholz, könnt ihr das ja auf der Rückseite sehen, ist richtiges Holz, also keine Platte oder irgendwie sowas, hat dementsprechend noch ein bisschen mehr Geld gekostet. Und von oben ist dann hier so eine nice Landkarte drauf, ich denke, die passt hier sehr, sehr gut rein in den Raum, der Tisch. Bauen wir den mal auf den Tisch. So, das sind die Beine, die packen wir eben aus. Ein Bein, zwei Beine und hier kommt das dritte Bein. Anleitung studieren. Ah. Und die Schraube durch. Unterlegscheibe ganz, ganz wichtig. So, jetzt nehmen wir hier den beigepackten Imbus. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Imbus ist, das ist ein Imbus. Dazu gibt es ja auch einen Witz. Das heißt, holen wir mal den Dreier im Bus. Und damit meinen die Leute dann ein. Damit meinen die Leute dann ein Dreier im Bus. Was aber gar nicht so witzig ist, weil sie wollten ja eigentlich einen Dreier im Bus, also einen Imbus in Stärke 3, Größe 3. So drauf, weil dann brauchen wir den nicht immer absetzen. Aber da der jetzt fest ist, zieht man den so fest. Und da man so die längere Hebelwirkung hat, einfach so nochmal flutsch und bombig. Und damit ist der Tisch fertig. Wir haben dieses Wohnzimmer jetzt fast fertiggestellt, bis auf meine Chips-Ecke da hinten. Hier kommt nämlich noch ein Weinregal hin. Und dann sind wir so gut wie fertig. Eine Pflanze und ein Weinregal. Und dann, ja, können wir hier drin endlich relaxen. Keine Arbeit mehr. Und die Arbeit da noch. Aber das dauert einfach noch. Ja, ganz kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein Like da. Lasst, wenn möglich, sogar ein Abo da. Ich gehe jetzt schneiden. Let's go und ciao.